Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming und den Landwirtschaftssimulator 19. Ja, hier auf der Map Felsbrunn. Ja, wir machen jetzt auch hier einmal ja gleich weiter mit unserer Arbeit, die wir hier noch zu verrichten haben. Ja, einmal hier unser Drescher, den wir jetzt natürlich fleißig weiterarbeiten lassen werden. Ja, ich zappe jetzt einmal kurz hier durch, was wir jetzt hier haben. Ich möchte aber auch einmal kurz jetzt einmal hineinschauen zu unseren Tieren, die Schweine. Wir benötigen noch Mais bei unseren Schweinen. Ja, dann haben wir alles hier komplett, müssen die noch einmal sauber machen. Ja, richtige Fahrzeug haben wir schon ausgewählt. Da werden wir jetzt einmal Mais holen. Ja, wie ihr natürlich seht, ich habe noch ein Silo bauen müssen, dass wir hier quasi ja unsere ganze Kapazität, die wir haben, auch ausschöpfen können von der Ernte her. Ich zapp jetzt einmal hier durch. Raps brauchen wir nicht, Sonnenblume auch nicht, Sojabohne nicht. Wir brauchen einmal Mais. So, dann lassen wir unseren Anhänger hier einmal mit Mais füllen und fahren jetzt hier einmal ja rüber zu unserem Schweinestall, um dort den Mais noch ja hinein zu kippen, dass unsere Schweine hier mit 100% versorgt sind. Ja, den Schweinchen geht es jetzt gut, hoffe ich mal. Unsere Schnitzel laufen hier natürlich sehr schön in dem Käfig rum. Ja, da sind wir auch schon, ja, ich sag mal, voll mit der Kapazität, die wir hier reinkippen können. Ja. Ich lasse jetzt den Traktor mal ja, samt Anhänger hier stehen. Schaue jetzt natürlich hier noch einmal weiter. Ja, hier sind wir jetzt noch mal am Gerste säen, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir Gerste auch für unsere Tabakplantage benötigen. Ja, und wir nicht mehr allzu viel Gerste hier im Lager haben. Wir könnten hier auch ja schon etwas Mist wieder wegbringen. Den würde ich natürlich erstmal vorzugshalber nehmen für unsere Düngerfabrik, dass wir da nicht ja ständig was zukaufen müssen. Wir fahren jetzt einmal schnell hier rein, um dann ja hier unsere Paletten einmal abzuholen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Stapel überhaupt voll ist, aber das ist jetzt auch egal. Wir fahren den jetzt auch einmal heraus. Ja, 100% ist in der Anzeige, also ist dieser Stapel auch schon voll. Müssen natürlich auch jetzt mal sehen, so langsam ja wird dieser Platz hier draußen auch ziemlich voll, was unsere Leergutpaletten hier einmal angeht. Aber unser Sägewerk hier für die Palettenproduktion arbeitet auch nicht weiter. Deshalb müssen wir, denke ich mal, einmal Holz holen. Das machen wir jetzt natürlich auch gleich.
Ja, bevor wir dann jetzt hier das Holz holen, unser Drescher ist auch voll. Den tanken wir natürlich ab, dass wir hier nicht unnötig Unkosten haben werden. Ja, meine ich damit einfach, dass der Drescher hier steht und ja, die Kosten für unseren Helfer laufen natürlich auch weiter, auch wenn hier keine Aktivitäten vorhanden sind. Deshalb tanken wir einmal jetzt unseren Drescher ab. Ja, Leute, wie ich habe in dem letzten Video auch schon gesagt, was ich mir bestellt habe. Es ist auch so ziemlich alles jetzt da. Der neue Monitor ist da, die Kamera ist da, der Greenscreen ist auch da mit Beleuchtung. Ja, ich muss das natürlich alles erst einmal aufbauen. Ich da aber im Moment ja nicht die Zeit dazu habe. Aber ich bin natürlich, sobald ich Zeit habe, werde ich dies alles einmal hier aufbauen. Ja, in meiner Gaming-Ecke, die ich hier bei mir habe, die ihr natürlich dann sehen werdet, wenn der Greenscreen aufgebaut ist und die Kamera aktiv ist. Dann seht ihr mich hier live. Ja, auch live, wie gesagt, im Livestream. Das kommt natürlich auch noch. Es wird auch noch ein, ja, ein Gaming-Channel auf Twitch geben, wo ich dann ja, spielen werde. Dazu werde ich euch dann aber zum genaueren Zeitpunkt einmal bekannt geben, wann dies sein wird und ab wann ich dann da ja, live streame mit Gaming. Natürlich auch werden wir auch Unterhaltungsvideos haben, wo wir uns zusammen ja, Videos anschauen werden von anderen YouTubern, die Gaming machen oder auch ja, normale ja, Blog-Videos, was halt so auf YouTube immer Phase ist. So, haben wir jetzt einmal die Schweine sauber gemacht. Dann können wir den jetzt einmal hier stehen lassen. In der Schaufel ist zwar noch ein bisschen Rest, aber laut der Anzeige ist hier nichts mehr drinne. Ja, schauen wir mal weiter. Hier zu unserer Forstaktivität, die wir hier haben. Ja, damit möchte ich euch eigentlich hier im Spiel nicht bombardieren, weil ihr wisst, glaube ich, alle selber, wie das aussieht, wenn wir hier Holzstämme ernten. Ich mache vielleicht noch mal ein kurzes Video mit dem Anhänger zum Autoload, den ich hier habe. Wenn ihr natürlich ja, den Anhänger gerne haben möchtet mit dieser Autoload-Funktion, schreibt mir einfach eine Mail. Und ich setze das dann unten in die Kommentare einfach rein, wo der Link dazu ist, wo man sich diesen Anhänger runterladen kann. So, ja, nochmal zu unserer Geschichte jetzt hier mit dem Sägewerk, wo wir jetzt gerade sind und unserer Palettenproduktion. Ja, wir haben kein Holz mehr im Palettenwerk. Und deshalb fahren wir da jetzt einmal ja, hier aus dem Sägewerk unsere ja, Holzpaletten einmal dahin. Ja, ich habe auch, ja, Leute, ich habe auch noch was gemacht. Das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Das schauen wir uns jetzt gleich an, wenn wir dann ja, im Palettenwerk abgeladen haben. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht es ja um diese Sache mit unserer Tabakplantage, wo unser Trigger ist. Wo unser Trigger ist, um unsere Paletten dort abzuholen. Da habe ich einmal hier mit
dem Landschaftsgenerator oder ja, wo man die Landschaft bearbeiten kann, etwas gemacht. Das schauen wir uns jetzt natürlich gleich einmal an. Ob dies natürlich so funktioniert mit dieser Landschaftsveränderung, was ich da vorhatte, das weiß ich natürlich nicht. Da müssen wir dann schauen, wenn wir dies einmal abholen. Ich lasse jetzt hier einmal unseren Gabelstapler stehen. Ja, so wie wir jetzt hier sehen, habe ich hier die Landschaft angeglichen. Nicht ganz perfekt, also noch nicht perfekt. Ich werde das natürlich noch ein bisschen bearbeiten, dass das hier alles eine Höhe hat, in der Höhe von der Abladeposition von unserer Tabakplantage. Ich habe hier das ganze Gelände einmal etwas erhöht und das natürlich stufenförmig hier nach vorne abgesetzt, dass wir hier auch schön drauf fahren können mit unserem Ladeanhänger. Ja, sicherlich ist das nicht 100% oder perfekt, so wie der ein oder andere sagen würde. Hier musst du noch dies und das machen. Ich bin ja auch noch in der Lernphase. Ja, dieser Baum hier stört mich auch noch. Den werden wir auch noch wegmachen. Genauso wie diese beiden Bäume hier werden wir auch noch wegmachen, dass ich dann hier dieses Gelände einmal richtig erhöhen kann, dass wir hier eine gerade Fläche haben, so wie wir es jetzt schon haben, und auch die Abfahrposition ohne, Berg- und Talfahrt ist. Weil wenn wir jetzt hier rausfahren, würden wir hier runterfahren und dann hier rüber. Das kommt natürlich auch noch zum Angleichen des Geländes. Ja, da haben wir ja wieder pünktlich rübergeschalten. Dort, wo unser Drescher am Abernten unseres Maises ist, lassen den natürlich jetzt auch gleich sofort hier einmal weitermachen. Ja, jetzt haben wir jetzt natürlich hier den Mais in unseren Anhänger. Das ist alles ein bisschen tricky, weil ich den Mais jetzt nicht mehr hier benötige. Werde ich den Mais jetzt einmal wieder zurückbringen ins Silo, weil ich sonst hier weil ich sonst hier auf dem Hof für Mais keine andere Verwendung habe. Ja, unser Helfer ist auch schon wieder voll. Aber der muss jetzt einmal trotzdem kurz warten, auch wenn uns das hier Geld kostet. Aber ich möchte natürlich jetzt einmal Mist laden für unsere Düngerproduktion, da wir diese in allen möglichen Sachen brauchen. Ja, parken wir den schon einmal hier. Um den kümmern wir uns gleich, weil ich möchte jetzt wirklich erst einmal den Drescher abtanken, dass der hier weiterfahren kann. Dass uns hier nicht totes Kapital entsteht, wenn die Maschine hier einfach stillsteht und das Geld für den Helfer weiterläuft. Ja, die Sache mit dem Greenscreen, das wird eine ganz feine Sache werden. Mit der Cam und allen drum und dran, dass ihr mich dann auch wirklich mal live seht. Wie gesagt, ich habe euch das schon versprochen. Aber wie gesagt, ich habe im Moment keine Zeit, mich da intensiv mit zu beschäftigen.
weil halt einfach Arbeit und andere Sachen im Moment hier extrem vorgehen. Aber es wird auf jeden Fall kommen. So, da kümmern wir uns jetzt mal hier um den Kollegen, der jetzt hier die Gerste schon ja, auf dem ersten Feld fertig gesät hat. Wir fahren jetzt einmal zurück zum Hof. Um dort einmal ja, Dünger nachzutanken. Ich werde auch natürlich gleich noch einmal Saatgut nachtanken. Hier qualmt der Schornstein. Das heißt, dass hier unsere Produktion im Gange ist. So wie das eigentlich auch sein sollte. Aber wie gesagt, ja, wir haben hier im Moment so viel zu tun. Ja, ich würde mich vielleicht auch freuen, wenn wir mal ja, im Multiplayer spielen könnten mit mehreren Leuten. Dazu müsst ihr natürlich auch die Mods haben, die ich auch habe. Ja, Leute, falls einer Interesse hat, mit mir online ja, im Multiplayer zu spielen auf meiner Farm. Ihr könnt das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wer dazu Interesse hat. Ich gebe euch dann eine Liste von den Mods, die ich habe. Die könnt ihr euch dann herunterladen. Und ja, wenn ihr das dann habt, ja, schickt ihr mir kurz eine Mail und dann ja, können wir hier zusammen mal auf meiner Map spielen. Da könnt ihr auch mal selber unser klasse Sägewerk beliefern. Abfahren, unsere Palettenproduktion abfahren und beliefern. Ja, und sich ja, um unsere Tiere kümmern, die wir hier alle haben, oder um andere Feldarbeit oder um die Holzernte. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe keine Big Packs mehr hier für unsere Sämaschine, wo wir noch 30% quasi drinne haben. Da werde ich aber jetzt trotzdem, so wie ich das vorher schon mal hatte, ich dann aber dieses ja, Gerät oder besser gesagt dieses Ding verkauft habe. Und zwar geht es einfach darum, eine Kaufstelle für unseren Flüssigdünger. Ja, die positionieren wir jetzt einfach mal hier. Ja, wir sehen, die Schweine sind auch sehr gut versorgt. Die Sauberkeit ist noch nicht auf 100% gestiegen, weil das ja, Spiel noch nicht umgeschalten hat. Wir fahren jetzt einmal hierher an diese Verkaufsstelle, wo wir unseren Dünger kaufen können und machen den Anhänger einmal voll. Ja, das erste Feld haben wir wie gesagt schon ja, gesät mit Gerste. Ich bin noch gerade so ein bisschen am Liebäugeln. Ob wir denn jetzt noch mal Gerste machen oder nicht. Es ist ja auch der Verkehr hier ist heute wieder schlimm. Ja, fährt den ganzen Tag kein Auto lang und dann, wenn ich hier spiele und aufnehme, dann ist hier der größte Verkehr schlimmer wie in Berlin auf der Hauptkreuzung. Ja, wir haben natürlich auch einen ganz großen Kredit aufgenommen für all die Sachen, die wir hier gekauft haben. Da können wir einmal kurz reinschauen. Wir haben jetzt einen Kredit von 465.000 Euro. Ja, den möchte ich natürlich gerne wieder weghaben. Deshalb werde ich jetzt ja, mit Sojabohne weitermachen.
weil diese einfach sehr gut Geld bringt und ja, wir unseren Kredit tilgen können durch die Einnahmen des Verkaufes von der Sojabohne. So, den können wir jetzt einmal fahren lassen. Ja, da kannst du mal einen fahren lassen, ne? Dann machen wir jetzt hier, ja, fangen wir jetzt an, unseren Anhänger einmal, ja, zu beladen mit Mist. Ja, natürlich habe ich auch, wie gesagt, noch andere Planungen, was hier noch kommen sollte. Weil ich habe hier jetzt ja, wie gesagt, diesen Radlader von der Firma Klaas, den ich eigentlich auch ja ganz nice finde. Habe jetzt keine speziellen Sachen dafür. Ja, warum ich den hier habe. Ich habe den einfach gekauft, weil er gut aussieht. Seinen Zweck erfüllt er auch wirklich prima. Aber sonst weiter habe ich jetzt nichts speziell wegen dem Markenname oder so. Das ist mir hier völlig wurscht, von wem wir hier irgendwelche Fahrzeuge haben. So, wir gehen einmal kurz rüber und tanken jetzt den Drescher nochmal ab. Ja, den Mais werden wir natürlich auch noch ins Hofsilo fahren. Bin jetzt auch da noch nicht scharf drauf, das zu verkaufen, aber wird natürlich jetzt, denke ich mal, bei dem nächsten Feld, was wir hier noch haben, bei Feld 17, dass wir dann da ja anfangen müssen und mal hier eine volle Ladung zu verkaufen. Ja, man merkt das natürlich auch am Geld sehr, wenn wir nichts verkaufen, sondern einfach nur für die Eigenproduktion ins Hofsilo fahren. Ja, dadurch verdienen wir natürlich nichts. Ja, müssen dann sehen, ob das jetzt. Ach, Kerle. Das ist heute aber auch wieder hier, Junge. Ja, verdienen wir nichts. Müssen aber jetzt sehen, dass wir in der nächsten Zeit hier, ja, mal ein bisschen Geld wieder verdienen, um unseren Kredit zu tilgen. Weil das ist mir wirklich schon sehr wichtig, dass wir dann nicht noch die Zinsen haben, die wir dann jeden Tag bezahlen müssen für unseren Kredit. Ja, wie gesagt, im letzten Video hatte ich auch die Planung noch von einem dritten Traktor. Ja, ich bin da mit der Traktorplanung, habe ich mir soweit mal Gedanken gemacht, dass ich wahrscheinlich, wenn ich noch einen Traktor kaufen werde, den Case Quatrec kaufen werde. Das ist das Nonplusultra mit der Knicklenkung in der Mitte. Ja, viele werden sich jetzt fragen, was willst du mit dem Ding? Ja, er hat einfach die meisten PS von allen. Also das ist wirklich ein Kraftpaket ohne Ende, wo ich auch wirklich alles hinten dran hängen kann, ohne mich, ja. Selbst ja, die Frage dann stelle, ja, kann ich mir nicht kaufen, weil die Leistung des Traktors einfach nicht ausreicht.
mit dem Quad-Track von Case wären wir natürlich in dieser Liga ganz oben dabei. Ja, aber der kostet halt auch richtig viel Geld. Den können wir uns jetzt hier momentan leider nicht kaufen, weil uns das Geld einfach noch fehlt. Ich werde natürlich auch ja einmal offline dann weiterschauen, was denn der Holzverkauf bringen würde, wenn wir die Baumstämme verkaufen, weil wir haben ja über 600 Bäume angesät. Vielleicht können wir ja mit den Holzstämmen einmal den Kredit tilgen und uns von dem Restgeld ja dann quasi den Quadtrack noch kaufen. Das weiß ich aber noch nicht. Da muss ich dann erstmal offline schauen, ja, ob dies denn dann ausreichen wird oder ob dies ein lukratives Geschäft wird. Ja, sehen wir dann, wenn ich offline spiele. Ich berichte euch natürlich dann darüber, ob dies lukrativ ist oder nicht. Ich mache das dann natürlich auch in einem Video wieder. Ich schreibe euch das nicht einfach nur so dahin. Ich schreibe euch dann schon rein, ja, ob es lukrativ ist oder ob es nicht lukrativ ist. Da sage ich euch natürlich dann Bescheid. Ja, laden wir jetzt einmal den Mist weiter, wie ihr schon seht. Bin ich fleißig dabei, hier mit meinem Glasradlader einmal den Anhänger voll zu laden. Ja, man sieht aber oder hat gerade schon hier gesehen, dass ja unser Vorrat an ja Mist hier schon sehr weit ja zu Ende gegangen ist. Ja, wir kriegen da gerade mal einen Anhänger voll raus. Deshalb habe ich ja auch den Schweinestall gebaut. Es ist jetzt momentan ein Schweinestall hier auf der Map bei mir ja in Betrieb quasi. Aber da wir noch mehr Mist brauchen, werde ich wahrscheinlich auch noch einen zweiten Schweinestall kaufen und dort auch noch weiter Schweine hineinbringen. Ja, wir versuchen es aber erstmal mit dem einen Schweinestall und einfach noch mehr Schweine, dass die Produktion hier von Mist einfach schneller steigen wird. So, ja, haben wir jetzt hier schon, ja, sind wir jetzt hier fertig quasi mit Mist aufladen, weil das, was jetzt noch hier drin ist, reicht nicht mehr für eine ganze Fuhre. Ja, unser Helfer ist fertig. Ich weiß zwar gar nicht, warum. Deshalb werden wir einmal jetzt ja, hier von manueller Steuerung unseren Helfer ja nochmal anschubsen, dass der hier weiter erntet. Ja, weiter geht's hier mit der großen Maisernte. Ja, so Leute, wir sind auch schon wieder an der Zeit angekommen für die Folge heute. Ja, ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen. Ja, und wie gesagt, das, was ich euch in dem Video gesagt habe, wo ich schauen werde, werde ich euch natürlich dann auch unterrichten darüber und euch Bescheid geben, wie was jetzt hier weitergeht, ob das lukrative Geschäfte sind oder nicht. Wie gesagt, Leute, bis dahin, haltet die Ohren steif und ja, nicht vergessen, hier den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr auf meinem Kanal. Ja, und bis dahin würde ich einfach sagen, Leute, macht's gut, bis dahin, tschüss.